Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Abgeordnete, wenn man die Reden der AfD hier hört, dann glaubt man in Erinnerung an eine Redewendung, ein Gespenst geht um in Mecklenburg-Vorpommern, das Gespenst der Mietpreisbremse. Unser Antrag steht aber unter dem Motto, Wohnen muss bezahlbar bleiben. Die Versorgung breiter Schichten der Bevölkerung mit ausreichenden Mietwohnungen zu angemessenen Bedingungen ist eine wichtige Aufgabe der kommunalen Daseinsvorsorge, meine Damen und Herren. Und um dieses sehr gute Ziel erreichen und dauerhaft sicherzustellen, bedarf es eines gemeinsamen Gestaltens aller Akteure der Wohnungswirtschaft im Bund, im Land und auch in den Kommunen. Die Fraktionen von SPD und CDU haben sich entschlossen, auch die Mietpreisbremse als eine Maßnahme von vielen weiteren in unserem Land einzuführen, um diesem Ziel gerecht zu werden. Ich habe bereits in meiner Einbringungsrede darauf hingewiesen, dass sich der Mietwohnungsmarkt in unserem Land doch sehr unterschiedlich in den letzten Jahren entwickelt hat. So müssen wir in den Universitätsstädten Rostock und Greifswald, aber auch in anderen beliebten Gegenden in unserem Land feststellen, dass die Mieten in einigen Ortsteilen doch sehr stark gestiegen sind. Zwar bewegen sich die Durchschnittsmieten noch immer im moderaten, sprich vertretbaren Maß, aber eben nur als Durchschnitt. Betrachtet man aber die Wiedervermietungsquoten in guten Wohnlagen, wie zum Beispiel in den Innenstadtbereich von Rostock und Greifswald, dann stellen wir fest, dass sich die Mieten um deutlich mehr als nur 10% erhöhen. Und dies seit einigen Jahren, meine Damen und Herren. Damit verbunden werden mindestens zwei gravierende Dinge aktiviert. Zum einen erhöht sich die vergleichbare Durchschnittsmiete exorbitant schneller als in anderen Stadtgebieten. Und zum anderen wird die bisherige Mietzusammenstellung derart geändert, dass es sich nur noch sehr gut verdienende Mieter das Wohnen in diesen Stadtgebieten leisten können. Bei Neuvermietungen von 7 bis 12 Euro pro Quadratmeter können Sie, meine Damen und Herren, sehr schnell selbst feststellen, wer von seinem Haushaltsnettoeinkommen bis maximal 35% aufwenden muss, um sich diese Wohnung leisten zu können. Meine Damen und Herren Abgeordnete, 30 bis 35% des Haushaltsnettoeinkommens werden als angemessen und noch vertretbar für Mietausgaben, und zwar inklusive der Betriebskosten, angesehen. Somit ist ein großer Teil der Normalverdiener in unserem Land nicht in der Lage, in begehrten Wohnanlagen noch zu wohnen bzw. sich eine neue Wohnung anzumieten. Diese Situation begegnen wir im gesamten Bundesgebiet. Deshalb haben bereits, wie erwähnt, 12 Bundesländer die Mietpreisbremse eingeführt. Damit darf der Vermieter in Lagen mit angespanntem Wohnungsmarkt bis für die Bestandswohnung nicht mehr als 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete verlangen. Somit wirkt die Mietpreisbremse zweifach. Erstens steigen die Mieten bei Wiedervermietung von Wohnungen nicht mehr unbegrenzt. Und zweitens wird der Anstieg ortsüblicher Vergleichsmieten ebenfalls begrenzt. Meine Damen und Herren Abgeordnete, nach 1,5 Jahren nach Inkrafttreten der Mietpreisbremse hat sich gezeigt, dass sie zum unverzichtbaren Instrument in Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten entwickelt hat. Mieter können exorbitante Mieten erstmals Grenzen setzen. Die Mietpreisbremse kann aber noch besser in Anspruch genommen werden. Die SPD-Landtagsfraktion begrüßt deshalb die Initiative des Bundesjustizministers Heiko Maas, ergänzende Anreize für Mieterinnen und Mieter zur Durchsetzung ihrer Rechte zu setzen. Das ist hier auch schon angesprochen worden. Meine Damen und Herren, leider haben erste Studien gezeigt, dass die Mietpreisbremse nicht überall die Erfolge erzielt, die möglich wären, und die Mieterinnen und Mieter die Instrumente, die ihnen das Gesetz zur Hand gibt, nicht nutzen. Wenn die Miete die zulässige Höhe von maximal 10% der ortsüblichen Vergleichsmiete übersteigt, dann ist die Mietvereinbarung unwirksam und Rückzahlung an die Mieterinnen und Mieter fällig. Voraussetzung ist die Geltendmachen des überhöhten Mietzinses durch die Mietpartei. Dazu müssen die Vermieter auf Verlangen Auskunft geben über die Grundlagen der Mietzinsforderung, insbesondere der Vormiete. Somit ist klar, dass das Gesetz an zwei Stellen nachgebessert werden muss. Erstens brauchen wir mehr Transparenz. Vermieter müssen zur Offenlegung der Vormiete verpflichtet sein, und zwar unabhängig von einem Auskunftsverlangen. Zweitens muss der Rückzahlungsanspruch ab Vertragsabschluss gewährt werden, statt wie bisher ab Geltendmachen durch die Mietpartei. Meine Damen und Herren, wir müssen uns heute aber auch klar vor Augen halten, dass wir mit der Umsetzung dieses Antrages alle juristischen und verwaltungstechnischen Vorgaben in der zu erlassenen Rechtsverordnung rechtssicher umzusetzen haben.
Die Landesverwaltung wird mit großer Sicherheit aus den Erfahrungen der anderen Bundesländer schöpfen können. Denn eins wissen wir heute schon, mit der Einführung der Mietpreisbremse haben wir erst einen kleinen Schritt zur Dämpfung des Mietanstieges getan. Weitere wichtige Maßnahmen sind notwendig, wenn wir unserem gemeinsamen Ziel Wohnen muss bezahlbar bleiben, gerecht werden wollen. Auch der Bundesgesetzgeber sieht das so. Die Ermächtigungsgrundlagen im bürgerlichen Gesetzbuch verlangt, dass sich aus Begründung der Verordnung ergibt, welche Maßnahmen die Landesregierung in den durch die Rechtsverordnung jeweils bestimmten Gebiet und Zeitraum ergreifen wird, um Abhilfe zu schaffen. Deshalb ist es notwendig, dass der Bund, das Land und die Kommunen Maßnahmen und Lösungen erarbeiten und umsetzen. Die Allianz Zukunft fürs Wohnen ist hierbei ein wichtiger Partner. Meine Damen und Herren, neben den Maßnahmen für mehr Gerechtigkeit auf dem Wohnungsmarkt ist eine weitere Voraussetzung für eine Entspannung der Wohnungsmärkte, dass genügend Wohnraum zur Verfügung steht und dass die Wohnungen den Bedürfnissen der Bewohnerinnen und Bewohner gerecht werden. Der Bund hat für dieses Jahr die Mittel für den sozialen Wohnungsbau auf über 1,5 Milliarden Euro erhöht und somit können die Länder weiter konsequent in den sozialen Wohnungsbau investieren. Leider wird unser Landesprogramm für den sozialen Wohnungsneubau zurzeit kaum nachgefragt. Dafür gibt es Ursachen, welche auch bekannt sein dürften. Und wenn die Verwaltung diese Ursachen kennt, ist es an der Zeit, die Förderrichtlinie so anzupassen, dass die Mittel auch von den Wohnungsgesellschaften abgerufen werden. Ich erwarte, dass in der Allianz fürs Wohnen umgehend die Hemmnisse analysiert werden und konkrete Lösungsansätze gefunden werden. Und auch von der Landesverwaltung erwarte ich ein Umdenken in der Förderpolitik. Ein neuer Anreiz zur besseren Nutzung der Förderung für den sozialen Wohnungsbau kann zum Beispiel die Kombination von Kauf von Belegungsrechten im Bestand mit der Teilbelegungsbindung des Neubaus sein. Aber auch andere Möglichkeiten sind im Gespräch. Solange die Baukosten derzeit teilweise weit über 2.500 Euro pro Quadratmeter liegen, reicht die aktuelle Zuschussförderung nicht aus, um die Nettokaltmiete auf maximal 5,50 Euro pro Quadratmeter dauerhaft zu reduzieren. Am fehlenden Geld liegt es jedenfalls nicht, sondern am richtigen Einsatz. Meine Damen und Herren, immerhin haben wir für diesen Bereich im laufenden Haushalt 27 Millionen Euro eingestellt. Aber auch die Kommunen haben ihre Hausaufgaben zu machen. Ein ganz wichtiger Baustein zur Umsetzung von Wohnungsneubau ist die Bereitstellung von Bauflächen. Diese können nach § 34 Baugesetzbuch oder auch über entsprechende B-Pläne umgesetzt werden und dann über Konzeptausschreibungen bedarfsgerecht den Wohnungsunternehmen günstig zur Verfügung gestellt werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, wenn ich in der Ostsee-Zeitung vom 20. Januar lese, die Rostocker Mieten dürften in den kommenden Jahren eher sinken als steigen, so Thomas Neumann, große Neubauvorhaben wie der neue Stadtteil Groß-Bistow mit 7.000 Wohnungen und die Miethäuser am Werftdreieck werden den Wohnungsmarkt entlasten. Aber hier irrt Herr Neumann gewaltig. Und warum, werden Sie fragen? Ja, weil das neue Wohnprojekt Groß-Bistow zum Beispiel als Langzeitprojekt geplant und nicht vor 2025 in Gänze umgesetzt sein wird und dann erst seine volle Wirkung auf den Wohnungsmarkt aktiviert. Und auch das Wohngebiet am Werftdreieck ist noch in der Planungsphase. Und somit werden vor 2019 mit Sicherheit hier keine neuen Mietwohnungen entstehen. Um aber heute gezielt den Mietwohnungsbau zu entspannen, bräuchte die Hansestadt Rostock jährlich mindestens 1.000 Wohnungen, neue Wohnungen. Und das ist leider noch nicht umsetzbar. Nichtsdestotrotz müssen alle Beteiligten in der Stadt daran arbeiten, dieses Ziel umzusetzen. Zurzeit muss je nach Lage mindestens 7,50 Euro pro Quadratmeter Nettokaltmiete für eine Neubauwohnung bezahlt werden. Um eine spürbare Entlastung auf dem Mietwohnungsmarkt zu erreichen, brauchen wir Neubau, Neubau und nochmals Neubau und das zu moderaten Mieten. Auch das ist hier schon mehrmals angesprochen worden. Unser Ziel muss es sein, das Angebot an Mietwohnungen wieder deutlich der Nachfrage zu stellen. Aber auch das Problem der Zweckentfremdung von Mietwohnungen, gerade in den Wohngebieten mit angespannten Wohnungsmärkten, ist weiter im Blick zu behalten. Da die Mietpreisbremse auf maximal 5 Jahre ausgelegt ist, dürfe dann bis 2020 klar sein, inwieweit sich der Mietwohnungsbau entspannt hat. Meine Damen und Herren, wir werden das Thema bezahlbares Wohnen auch weiter und ständig als aktuelles Thema in der SPD-Landtagsfraktion verfolgen und der Landesregierung jede notwendige Unterstützung geben, damit das Wohnen in Mecklenburg-Vorpommern bezahlbar bleibt. Vielen Dank.